Hey, ich bin Scheu, willkommen zurück zu The Quarry. Ja, wer ist denn da? Ist unser neuer Gast. Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Wer ist das jetzt? Oh, das ist wahrscheinlich Max, oder? Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Flehend, bitte lassen Sie mich frei, drohend. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine, nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte! Es tut mir leid! Bitte nicht! Wenn wir das Weichei spielen, sind sie vielleicht unvorsichtiger. Scheiße. Baby, I need some time alone to be by myself. By myself. Careful what you wish. Ach. Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Die Welt. Ah, die Welt. Oft reist man auf direktem Weg. Aber nicht immer ist es so simpel. Mhm. Manchmal sind unsere Wege verschlungen. Sei mitfühlend, nicht zornig. Mitfühlend. Du wirst wohl auf Freunde angewiesen sein. Okay. Nicht selten fällt das Kind bereits in den Brunnen, ehe wir uns der Bedrohung bewusst sind. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Ich verlangt es. Mehr sehen. Auch wenn ich damit wahrscheinlich eh nichts anderes. Okay, die beiden. Okay, mitfühlend sein. Nicht den direkten Weg nehmen. Okay, oh, okay. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Den richtigen Weg. Okay, mitfühlend sein. Den richtigen Weg, mitfühlend. Zwischen Laura, Kapitel 7 und Kapitel 8. Der Bauch der Bestie. Ach du Scheiße, im Poolhaus. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Befehlend, halt's Maul oder unsicher? Kaylin, was soll ich tun? Kathleen, was soll ich tun? Kathleen?
Was soll ich tun? Oh, wow. Ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Respektiert dich nicht. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Und an die Leiche im See. Und was Jacob sagte? Ja, stimmt. Hört endlich zu. Diese Leute sind nicht das, was ihr glaubt. Ich schwöre. Die haben es doch alle gesehen. Nicht überzeugt oder neugierig. Du sagst, eine Frau hat geweint. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat. Was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Ein Armband. Misstrauisch, was soll das werden? Oder aggressiv, ich erschieße dich. Misstrauisch. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Weg aktualisiert. Was hat sie denn jetzt gekriegt? Ach so, Ryan, so nimm das Kapsel. Verdammte Ding runter, bevor was passiert. Oder dieses Blut oder was? So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab? Wenn er nicht im Camp ist. Wo hat sie eigentlich die coole Augenklappe her? Okay, warum sollte ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Das Haus hinter dem Wald? Mann, was? Sarkastisch. Du könntest ihn am Leben lassen oder mitfühlen. Es gibt auch Alternativen. Ernsthaft? Es gibt Alternativen? Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Hm. Freundlich, Chris hat nichts damit zu tun. Okay. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach ein Herz und eine Seele. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil es von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Langzeit. Ja. Müsst du mal einer länger untersuchen, ne? Hackettweller mit als Laura. 1:30 Uhr, da haben wir noch einiges vor uns. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Misstrauisch, hier stimmt was nicht oder wissbegierig, warst du schon mal dort? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H.,
ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H. hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Provozierend? Das könnte ich dich fragen, Nachsicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwen nachsinnend. Okay. Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H. und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor. Es ist aber auch ein Mond, ey. Also, wir sollen einen anderen Weg nehmen. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin. Aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Das war die Mom gerade. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Wütend zu wem hältst du da mitfühlend? Ich weiß, dass er dein Freund ist. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Oh oh. Hab dich! Pass auf, du Schreck! Okay, mitfühlend sein. Mitfühlend sein. Damit sie beide darunter fallen. Alles klar, damit sie nicht alleine sind. Oh nein, sie mag Wasser schon nicht. Ah, shit. Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Der Biss ist weg. Heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Ihr Auge ist wieder da. Ha, krass! Was hast du für große Augen? Was hast du für einen großen Mund? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, wir können uns umsehen. Yay. Cooles Mädchen. Cooles Mädchen. Gehen wir einmal um den Teich rum und hoffen, dass hier irgendwo eine Karte ist. Teich. Da hinten liegt doch was. Eine kleine Kiste oder so. Was ist das? Werkzeugkasten. Oh, ein das Hinweis. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunneln zurückließ. Die schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass es in den 30er Jahren passiert ist. Okay. Oh, ja, stimmt. Wir haben noch andere Sachen, die wir uns angucken mussten. Streichhölzer. Vom Harbinger Hotel. Und
Mit diesen Streichhölzern hat Laura Feuer gemacht, während sie auf die Nacht wartete, um Chris zu jagen. Dieses Licht hat Caitlin auf der Insel gesehen. Ah! Ja, guck mal. So kommt alles zusammen, ne? Betreuerverzeichnis. Laura und Max wurden von Travis entführt. Chris hat versucht, es zu verheimlichen, indem er ihr nicht erscheinen beim Camp nicht gemeldet hat. Bedarf an Krankenschwestern. Das ergibt Sinn. Chris wusste, dass die Zeit knapp war und er wollte nicht riskieren, dass die Krankenschwester hier ist, wenn er zum Werwolf wird. So, ansonsten haben wir hier noch drei Links, die wir noch nicht haben. Was haben wir noch? Muss wohl. Das müssen wir gleich nochmal lesen. Echt schade, dass man das in den Settings nicht lesen kann. Ich gucke mal eben, was wir sonst noch haben. Wege, Laura und Max. Haben wir hier was Neues? Laura unterstützt Travis während der Gefangenschaft. Okay. Dann haben wir noch über dem Gesetz. Laura liest Travis in ihrer Zelle eingesperrt. In seiner Zelle. Okay. Dann haben wir noch. Abby bot Laura Amat, um daraus eine Silberkugel herzustellen. Ah, eine Silberkugel. Ah, okay. Ah, ja. Okay, Camp, gut. Die Bergbautunnel, alles klar. Der Großteil des Steinbruchs wurde geflutet und in einem See verwandelt. Doch einige der alten Bergbautunnel am Rand des Camps sind noch intakt. Der Boden über diesen Tunneln ist einsturzgefährdet. Aber keine Sorge, wir achten darauf, dass kein Kind diesen Bereich betritt. Warnung, Sperrgebiet, unbefugtes Betreten wird geadelt. Alles klar, noch zwei weitere. Dann haben wir noch der weiße Wal. Laura schoss bei der Flucht in ihrer Zelle nicht auf Travis. Der weiße Wal? Okay. The White Whale. Alles klar. Achso, ich wollte den, genau, Text nochmal lesen. Bam. Sehr geehrter Mitarbeiter, bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Dienste in Hackett's Quarry nicht länger benötigt werden. Ich beabsichtige, den zentralen Steinbruch in einen Ort von landschaftlicher Schönheit zurückzuverwandeln, indem ich ihn flute und so einen See an seiner Stelle zu schaffen. Sie werden bis zum Ende der kommenden Woche weiter beschäftigt und werden gebeten, das Gelände in Anschluss zu verlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Treue und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre berufliche Zukunft. Hochachtungsvoll Septimus Hackett. Geizige Bastard kann uns nicht mehr bezahlen. Traue nie einem Hackett. Traue nie einem Hackett. Vielleicht. Na, mal sehen. Okay. Haben wir hier noch einen Beweis gefunden? Gut. Dann gehen wir jetzt mal da hinten hoch. Da sieht es ziemlich brüchig aus. Kommt man sicherlich nicht her. Ich nehme mal nicht den direkten Weg, sondern den äußeren. Dann haben wir den auch abgegangen. Oh, ist das zu tief. Okay. Aber hier ist auch keine Karte. Treppen kann man übrigens nicht schnell hochgehen. Das ist wahrscheinlich ein Sicherheitsfeature. So, da ist nichts. Silas. Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Okay, vielleicht führen. Ich glaube, sie will nur Gutes vielleicht. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Aber vorsichtig, bitte. Vorsicht. Gott. Hier geht's nicht weiter. Da geht's hoch. Holy! Das sind ja mal
Abgründe, die sich da auftun. Ah, siehst du? Die Liebenden. Die Liebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und um es zu schmecken... Uns zu schmecken kann lebensrettend sein. Okay. Muss jemand gebissen werden, um zu leben? Jetzt sieh dir das an. Das ist eine marode Treppe. Da gibt es bestimmt ein Quicktime-Event, wetten? Oh, Scheiße. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Shit, ey. Von der würde ich mich auch fressen lassen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? So, weiter. Schönes Quicktime-Event, damit man wieder wach wird. Ist das hoch. Wow. Da hinten geht's weiter. Hier können wir nach außen rum. Machen wir mal den Außenweg. Wie einfach so die Felsen hängen, ne? Oh, hier ist was. Was haben wir hier Schönes? Was meinst du, ob hier außer uns noch... Irgendjemand ist etwas, das wie beschädigte oder vernarbte Haut aussieht. Okay. Und etwas ist? Sieht so aus. Oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ja, immer schön außenrum gehen, ne? Den längeren Weg. Da kann man Sachen entdecken. Ordentlich tief. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Okay. Können wir das nochmal angucken? Na, hier ist nichts mit gucken, ne? Hat man bisher noch nicht einmal. Eingestürzt, Zutritt verboten. Ah, Cave In heißt eingestürzt. Wieder was gelernt. Ist dann wohl da lang. Wenigstens gibt's hier Strom. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Geduldig, so habe ich das nicht gemeint. Wissbegierig, was für eine Schublade. So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause. Weißt du? Früher. Zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch. Oh, du bist aber echt bescheiden. Ich sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Vielleicht ich mag beide. Da haben wir uns wahrscheinlich hier lang. Ich sehe gut Licht. Mit denen vertragen. Oh. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Also ich muss ja schon sagen, grafisch ist das echt schön. Ich weiß nicht, ob ich schon mal sowas Schönes gesehen habe. Das Rad des Schicksals. Sehr gut. Zwei Karten diesmal.
Das wird uns vielleicht viel verraten. Ich meine, so langsam bewegen wir uns ja, denke ich mal, Richtung Ende. Wenn ich sehe, was wir noch so entdecken können. Ja, wir haben den Weinkeller gefunden. Karl freut sich. Okay, was haben wir denn hier alles? Spinnenweben, die leuchten. Was ist das? Ein Wachs-Yoda? Ja, es sind einfach alte Lampen oder so. Eine alte Nähmaschine. Ah, wir kommen wahrscheinlich jetzt zu Hackers Haus. Das ist wahrscheinlich hier der Keller von dem Hackers Haus. Hackers Haus. Von der Hexe Hackers Haus. So, was haben wir hier Schönes? Vorsicht. Splitter. Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol. Von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Ist das ein Hinweis? Dass sie Schwarzbrenner sind? Okay, wir können die ganze Bude wahrscheinlich in die Luft jagen hier. Ich guck mal, ob wir Hinweis haben. Tarot. Genau. Das Rad des Schicksals. Letztendlich das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Das, der Pfeil auf den Wolf. Zwei Wölfe. Wieder Fortune. Ob uns das weiterhilft? Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Einfach mal versuchen. Versuch macht klug. Hackett's Quarry Lodge. Caithlin. Ich weiß gar nicht, ob wir schon Quicktime-Events mit Caithlin hatten. Vielleicht wird's Zeit. Until Dawn gibt's mittlerweile doch auch für PC, oder? Was ist denn hier passiert? Was ich vorher alles schon verrammelt? Wir müssen weiter. Ehrlich, meine Schuld. Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caithlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste. Das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Halt. Was? Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Ich... Jacob? Emma? Sind sie... Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arsch, Kumpel. Pfefferspray! Pfefferspray! Hey, wir sind's! Oh shit! Es
brennt! Halt, oh mein Gott! Halt! Tut mir so leid! Dylan, tut mir so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid! Ich hatte vorher schon gedacht, er ist kein Pfeffer! Was? Lufterfrischer! Oh. Ja. Was anderes war nicht im Van. Dylan, deine, Weiß er sicherlich. Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du es hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Gemein oder ermutigend? Ich brauche dich. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist ein Head, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Weg gewählt. Okay, vielleicht weil sie zusammengehen. Okay, sie hat das Gewehr. Aber sie hat kein... Sie hat nicht diese Kugel, ne? Diese Silberkugel. Wie von Geisterhand. Meerwein. Was war das? Hä? Der Ben. Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Der Hacketts Keller. Sei leise. Sei du leise. Okay, jetzt spielen wir Dylan. Ich finde das echt krass, wie die Mimik manchmal, gerade so der Augenbereich. Ich meine, der Mund sieht noch ein bisschen strange aus, aber der Augenbereich ist echt krass so, wie die da schon die Mimik hinkriegen. Ah, noch eine Karte. Nimm sie. Die Herrscherin. Boah, drei Tarotkarten. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben... Fallen am tiefsten. Ach, wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Sieht schon ein bisschen aus wie die Mom, ne? Okay. Die Mom muss sterben. Die Mom muss sterben. Sie hat ihre Monster genährt. Will ich jetzt mal sagen. Hallo? Okay, hier ist nichts. Ja, komm schon. Ja. Oh, was hier? Hinweis, Rumdestille. Destille. Eine alte Rumdestille, vermutlich aus der Zeit der Prohibition. Ein Relikt aus der Vergangenheit der Familie Hackett. Okay. Eine alte Destille. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Prohibition, müsst ihr wissen, falls ihr das nicht wisst. Es gab mal eine Zeit lang in Amerika, ich glaube in den 20ern war das. Da war tatsächlich Alkohol verboten. Weil Alkohol die Gesellschaft wohl verschlechtert. Und daraufhin haben sich aber ganz viele Underground-Kneipen und Schwarzbrennereien Namen gemacht. Und es wurde Alkohol geschmuggelt. Also die Leute haben trotzdem für ihren Alkohol gesorgt. Oh, wessen Cup ist das? Shit. Armes Kind. Riesenkopf.
Bobby. Wer ist Bobby? Ist das nicht der Jäger? Der Große? Klar, es muss dann auch ein Sohn sein. Die Jäger, die Großen, sind das dann auch Geschwister? Das ist auch Hackett's Oha. Vorsicht! Bin okay. Jacob! Hey, ich bin's! Himmel, was ist mit dir los? Käfig öffnen. Halt Ryan nicht. Ach so, okay. Shit! Gott, Ma, was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Was war das? Das war echt saukomisch. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich hab den alten. Den aus dem Wald. Dran an Tieren sehen. Okay, Zelle 3. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Gottverdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleinen. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Laura aufhalten. Ach, Scheiße. Laura. Was hast du getan? Ich glaube, das war falsch. Erneut versuchen. Nick ist gestorben. Möchtest du versuchen, ihn zu retten? Du hast noch 3 Leben. Ein Leben benutzen. Okay. Wir machen das. Oh, cool. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Das ist ja cool. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Ah, das heißt, bisher ist noch keiner gestorben. Wir haben doch alles offen. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Kann ich das überspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Ja, da müssen wir uns halt nochmal angucken. Nicht meine Kaylee. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine.
Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee, nicht meine kleine Kaylee, nicht die kleine Kaylee, die nicht kleine die Kaylee. Kleine Kaylee. Kleine du mieses Stück Scheiße. Du mieses Stück Scheiße. Kleine Kaylee. Kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du hier getan? So, jetzt aber. Gut drauf Acht geben. Wozu gebissen? Ist die irre? Laura aufhalten. Halt! Wer ist das? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann! Vom Teufel! Das ist jemand, der Waffe nicht mehr hat. Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Undefined. Undefined. Verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Undefined. Verschwinde! Hau ab von hier! Da haben wir wohl einen Text vergessen. Sie sind nah. Wieso? Wieso fehlt da so viel Text? Jacob helfen, Jacob zurücklassen. Okay, okay. Okay. Hilf mir da durch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay. Shit, ey. Okay. Fünf und drei müssen wir aufmachen. Weg gewählt. Fünf und drei, aber auf gar keinen Fall sieben. Schalter 1, Schalter 2, Schalter 3, Schalter 4. Woher soll ich das denn wissen? Fünf und drei steht da drauf. Fünf und drei. Fangen wir vielleicht mal mit drei an erstmal. Schalter 3. Okay, und jetzt? Das geht irgendwie da und das geht irgendwie da. Vielleicht zwei, weil die nicht so verkabelt sind. Ich nehme mal zwei. Ich weiß es nicht. Hey, Mann! Gut. Jetzt verkack's bloß nicht. Weitermachen oder zurücklassen? Ah, komm. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Konzentrier dich, Alter. Fünf und drei. Eins und vier. 50-50 Chance. Ene mine Mist, das rappelt in der Kiste. Ene mine Mac und du bist weg. Okay, Schalter 1. Was? Schalter 4? Bleibt ja nur noch Schalter 4, Schalter 3. Eins und vier vielleicht. Ah, kombinieren. Fünf und drei. Fünf. Eins und zwei wäre das dann. Ja! Ja! Verdammt. Du siehst schlimm aus. Danke. Weg aktualisiert. Jake, Emma ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Musste kombinieren. Aber du musst zu ihnen gehen. Nur pass auf, wir sind durch die Mine rein. Ich weiß nicht, ob es da auch rausgeht. Von
Ich habe mich an den Kabeln orientiert. Ich habe nicht 5 gesehen. Okay. Jacob weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich habe gesehen, da war ein Kabel. Die habe ich nicht genommen. Es waren dann 5. Nicht mein okay. Gott. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt. Oh mein Gott, das ist jetzt Geschichte. Mann, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blöd. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Ach ja, Familienliebe. Ja. Warum hat sie kein... Was, da fehlt was in ihr. Warum hat sie keine Hose? Warum ist die Hose unsichtbar? Scheiße nochmal. Ryan, lauf! Ma, schick Bobby runter. Wahrscheinlich müssen wir gleich atmen wieder. Sieh genau hin, aufmerksam sein. Was sehe ich denn? Das war bestimmt der Fluchtweg. Ich hätte aufmerksam sein sollen. Oh! Willkommen. Hast du mich vermisst? Oh ja. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? 3 Stück sogar. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Die Liebenden, die Harmonie in ihrem Zwist, beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Wir hätten uns vielleicht den Weg ansehen sollen. Details? Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Fangen wir mal damit an, mit dem Rat des Schicksals. Okay, wir müssen den... Was? Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass Ach, wir konnten nur eine angucken. Auf. Verdammt. Ich dachte, wir können alle angucken. Ist ja unfair. Hast ja nichts davon, dann sind alle Karten für uns. Kapitel 8 abgeschlossen. Hackett's Quarry Ausfahrt. Schon mal Kapitel da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten... Was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Tja. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Niedergeschlagen, keiner wird mich behandeln wie vorne, aber positiv. Es ist etwas Neues. Naja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich... Vielleicht sogar Ryan. Neugierig, haben wir unsere Chance verpasst. Nachsinnt, ein bisschen Zeit für mich. Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, ne? Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Na, der Schrottplatz. Oh, Scheiße. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Hackett's Quarry Lodge. Sturmkeller! Ah, sehr schön. Müssen gleich nochmal in die Settings gucken, wieso unsere Wege sind und so. Und was machen wir jetzt? Tja... Machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Genervt, lass das. Neugierig, warum bist du so positiv? Wieso bist du immer so positiv? Ach, wieso fragst du mich das ständig? Ach, sie wird doch auch gebissen, ich scheiße. Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich... Nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Neugierig? Machst du deshalb Videos oder freundlich? Oh, bitte. Machst du deswegen das Internet-Video-Dingsy? Internet-Video-Dingsy? Wie auch immer du es nennst. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit. Und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes... Oder 100.000 Likes hast. Keine Ahnung. Mach gute Laune. Weder das eine noch das andere. Indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay.
Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Na Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Langsamer! Aus der Hecke. Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Weg aktualisiert. Holy shit. Mom, du siehst heute nicht so gut aus. Hört sofort auf. Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Liebling, komm schon. Ach, das ist seine Frau. Und Bobby, ach ja, hat er gesagt Vater. Hat er auch. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Shit! Oh shit. Ja, Messer rausziehen. Weiß nicht, ob das gut ist. Rausziehen oder drin lassen. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Messer rausziehen. Ich lasse es mal drin. Ich glaube, es ist besser drin zu lassen. Nein, das mache ich nicht. Weg gewählt. Solange er nicht blutet, das könnte wahrscheinlich mehr beschädigen als retten. Vor allem, weil er sich nicht verbinden kann. Okay, wir können uns umsehen. Wir können uns umsehen. Und ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part, auch wenn dieser jetzt nicht ganz... Doch, ist eine Stunde. Kann man mit Augen zu, kann man sagen, Stunde. Aber die anderen waren ja auch mal länger. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.